Willkommen zu einer neuen Ausgabe, 40 Jahre Steamhammer und Alben, die uns besonders am Herzen liegen. Und heute ist es bei mir die hier, Zediago from Over Yonder. Die Sängerin Jutta Weinhold ist vielen bekannt aus der damaligen Zeit. Mit Udo Lindenberg hat sie gesungen. Aber auch 1982 gab es eine großartige Band, die hieß Breslau. Und das Album hieß Volksmusik. Gitarrist war der Alex Parche, der leider schon verstorben ist. Falls ihr das mal in die Hände kriegt, hört euch das an. Ist ein tolles Album. Aber Zediago war nochmal was ganz anderes. Damals wurde es genannt Dramatic Metal. Es war die Geschichte der Tochter des fliegenden Holländers. Und Jutta Weinhold hat, wie gesagt, gerade auch in den Texten, aber auch in der Musik, was Neues gemacht, was anderes, was nicht so alltäglich im Metal war. Es hat sich hervorgehoben. Es war dramatisch, aber es war auch heavy, es war hart, es war melodisch. Eine großartige Melange von allen Stilen. Von 1988 und Steamhammer halt konnte das erste Album veröffentlichen. Danach ging sie zum Branchenriesen BMG. Die Pilgrimage war auch ein großartiges Album. Dann gab es leider Querelen, Velvet Viper und so weiter. Viele von euch kennen die Geschichte. Was aber trotzdem noch zu bewundern ist, Jutta ist immer noch aktiv. Sie hat immer noch eine tolle Stimme. Velvet Viper gibt es immer noch. Und das soll auch immer so weitergehen. Was wir hier aber noch haben, ist das Cover, das seht ihr hier. Und was wir in unseren Archiven gefunden haben, die Originalzeichnung. Das ist wirklich die Originalzeichnung von Zediago from Over Yonder, die wir jetzt mal eingerahmt haben. Und wie gesagt, ein tolles Cover. Es war eine tolle Zeit damals. Und wie gesagt, wenn ihr auch dieses Album irgendwo seht, versucht es euch zu kaufen. Ihr werdet nicht enttäuscht sein.